Dem Thema Strahlung kann man gar nicht mehr entkommen. Im Internet findet man dazu die wildesten Meinungen, von Handystrahlung ist verantwortlich für das Insektensterben und sowieso alles, was auf der Erde schiefläuft, bis hin zu Handystrahlung, warum sollte uns das überhaupt jucken? Hier werden wir das Thema Strahlung ganz grundsätzlich beleuchten, damit ihr mitdiskutieren könnt. Strahlung, das hört sich erstmal irgendwie gefährlich an, so nach Verstrahlung oder Kernreaktorexplosion oder so. Aber elektromagnetische Strahlung, das sind einfach elektrische und magnetische Felder, die sich im Raum ausbreiten. Auch das sichtbare Licht gehört dazu. Elektromagnetische Strahlung kann sich auch anders als zum Beispiel Schallwellen im Vakuum ausbreiten. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir auf der Erde die Wärme der Sonne spüren können. Weil die elektromagnetische Strahlung der Sonne eben bis zur Erde kommt und hier die Atmosphäre erwärmt. Strahlung ist überhaupt nichts grundsätzlich Gefährliches, sondern etwas, das uns jeden Tag umgibt. Elektromagnetische Strahlung kann man sich vorstellen als Welle, wie eine Wasserwelle. So. Die wird dann beschrieben durch eine Amplitude, das ist die Höhe der Wellenberge, und durch eine Frequenz. Das ist die Rate, mit der die Wellen irgendwo eintreffen. Und man könnte jetzt naiverweise meinen, okay, das Entscheidende ist die Amplitude. Je höher mein Wellenberg, desto größer ist auch die zerstörerische Kraft, die diese Welle entfalten kann. Aber ganz so einfach ist es nicht. Und um das zu verstehen, dafür müssen wir uns einer anderen Beschreibung für elektromagnetische Strahlung bedienen. Und zwar des Teilchenstroms. Man kann nämlich die Wellen auch als Strom von sogenannten Photonen beschreiben. Also das heißt, man hat dann ganz viele masselose Teilchen, die irgendwo eintreffen. Diese Energie ist abhängig von der Frequenz. Je energetischer das Photon, desto höher ist auch seine Frequenz. Und ich verdeutliche jetzt mal, wie wichtig die Frequenz ist an einem schönen Beispiel. Wenn wir jetzt eine dünne Wand haben zum Beispiel und ich habe einen Haufen Softbälle. Dann stehen die Softbälle jetzt für Photonen mit geringer Energie. Und eigentlich ist es egal, wie viele Softbälle ich an die Wand werfe. Die Wand wird vielleicht anfangen zu schwingen, wenn ich ganz viele Softbälle werfe, aber es wird niemals ein Loch entstehen, weil diese Softbälle einfach nicht genug Energie haben. Wenn ich aber jetzt eine Pistolenkugel habe, also ein sehr hochenergetisches Photon von einer hohen Frequenz, dann reicht ein einzelnes Photon aus, um ein Loch in diese Wand zu schlagen. Wie kann Strahlung auf einen Körper wirken? Also zum einen kann ein Körper, wie zum Beispiel mein Körper, Strahlung reflektieren. Also ich strahle jetzt für euch sichtbar nicht aus mir selber heraus, sondern ich reflektiere das Licht der Scheinwerfer. Mein Körper kann Strahlung aber auch absorbieren. Und wie das geht, das zeige ich euch in der Dunkelheit. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass meine Haut einen Teil dieses Lichtes absorbiert hat. Also das heißt, das grüne Licht wurde absorbiert und deswegen sah ich ganz rot aus. Und genau diese Absorption von elektromagnetischer Strahlung ist das, worüber wir uns Sorgen machen. Jetzt, wo wir das Grundsätzliche geklärt haben, kommen wir zurück zur Mobilfunkstrahlung. Was ist Mobilfunkstrahlung? Dazu schauen wir uns das elektromagnetische Spektrum mal an. Das elektromagnetische Spektrum ordnet unterschiedliche Strahlungstypen nach ihrer Frequenz, da die Frequenz wirklich das Entscheidende für die Wirkung dieser Strahlung ist. Und wenn wir jetzt bei ganz hohen Energien oder sehr hohen Frequenzen anfangen, dann kommt da zuerst mal die Gammastrahlung. Gammastrahlung, die wird zum Beispiel erzeugt beim radioaktiven Zerfall. Danach kommt dann die Röntgenstrahlung, die kennt jeder von euch, der sich vielleicht mal irgendwas gebrochen hat. Bei etwas niedrigeren Energien finden wir die UV-Strahlung, die ist zum Beispiel für Sonnenbrand verantwortlich. Und darunter dann erst das sichtbare Licht. Bei niedrigeren Energien haben wir die Infrarotstrahlung, auch als Wärmestrahlung bekannt. Darunter gibt es dann die Terahertzstrahlung, die wird zum Beispiel bei Nacktscannern im Flughafen angewendet. Darunter kommt die Mikrowellenstrahlung, die kennt man auch, damit kann man Essen sehr, sehr gut erwärmen und ganz am Ende die Radiostrahlung. Die niederfrequente Strahlung, wie man sie zum Beispiel bei Stromleitungen findet, lassen wir jetzt erstmal außen vor. Wo finden wir denn jetzt in diesem elektromagnetischen Spektrum die Mobilfunkstrahlung? Die liegt im Mikrowellenbereich.
genauer gesagt zwischen 0,8 und 6 Gigahertz. Und darunter fällt Handystrahlung, darunter fällt WLAN, Bluetooth und so weiter, unsere Kommunikationsmöglichkeiten. Und Giga, das hört sich jetzt erstmal viel an. Also Gigahertz, das sind 10 hoch 9 Hertz, also ganz schön viel. Aber wenn man das jetzt mal in Relation setzt mit dem elektromagnetischen Spektrum, dann sieht man, dass die Energie eines Handystrahlungsphotons nur ungefähr 100.000stel so viel Energie hat wie das eines sichtbaren Lichtphotons. Welche Art von Strahlung kann jetzt was in unserem Körper anrichten, wenn wir sie absorbieren? Fangen wir mal bei der hochfrequentigen Strahlung an, also der mit der meisten Energie. Die kann tatsächlich Atome ionisieren. Und was da passiert ist, hier habe ich mein Atom, dann wird ein Elektron von dieser sehr hochenergetischen Strahlung so herausgekickt. Und infolgedessen können sich dann auch die Molekülverbindungen lösen. Das kann allerdings nur passieren, wenn diese Strahlung eine Frequenz von mehr als einem Petahertz hat. Ein Petahertz, das sind 10 hoch 15 Hertz. Und in diesem Bereich fällt die Gammastrahlung, die Röntgenstrahlung und auch die hochfrequente UV-Strahlung. Deswegen sollte klar sein, hier, die Atome wurden auseinandergerissen. Ganz klar, diese Art von Strahlung kann unseren Körper schädigen. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel beim Röntgen eine Schutzkleidung tragen muss. Hier konzentrieren wir uns aber auf die Wirkung von nicht ionisierender Strahlung. Falls ihr euch für die Wirkungen ionisierender Strahlung interessiert, schreibt es aber gerne in die Kommentare, dann machen wir vielleicht einen Clip dazu. Heißt es jetzt also, dass nicht ionisierende Strahlung auch nicht gefährlich sein kann? Na, nicht unbedingt. Es ist nämlich so, auch nicht ionisierende Strahlung, die noch eine relativ hohe Energie hat, wie zum Beispiel der Nah-UV-Bereich, das sichtbare Licht oder auch das Infrarotlicht, diese Strahlung kann zwar die Elektronen aus den Atomen nicht mehr herauskicken, also ionisieren, sie kann aber durchaus das Energielevel einzelner Elektronen anheben. Und dadurch ändert sich dann wieder die Bindungsenergie des Moleküls und chemische Prozesse können angeregt werden. Und klar, chemische Prozesse, da passiert dann was im Körper. Das kann schädlich sein, wie zum Beispiel bei der UVA-UVB-Strahlung der Sonne. Die kann eben Hautkrebs verursachen. Aber diese chemischen Prozesse können auch gut sein. Zum Beispiel nutzen Pflanzen sichtbares Licht, um Photosynthese zu betreiben. Und auch wir nutzen die chemischen Prozesse, die von den Photonen angeregt werden, auf unserer Netzhaut, um zu sehen. Was kann Strahlung noch? Ein Effekt von Strahlung, den ihr sicher alle kennt, ist die Erwärmung. Was da passiert, ist, dass Moleküle entweder zum Schwingen gebracht werden oder zum Rotieren. Und das erzeugt dann Wärme. Prinzipiell kann jede Art von Strahlung Wärme erzeugen. Aber wenn man jetzt in den Bereich unterhalb des Infrarotbereiches geht, dann ist das das Einzige, was die Strahlung kann. Also die kann keine chemischen Prozesse mehr auslösen. Das heißt, Strahlung mit einer geringen Energie oder einer geringen Frequenz kann gar keine Ionisation verursachen und auch keine chemischen Prozesse, sondern eben nur Schwingungen und Rotationen. Und nach dem Prinzip der Molekülrotation funktioniert auch die Mikrowelle. Die funktioniert, wie der Name schon sagt, im Mikrowellenbereich. Und was dann passiert, ist, dass hier, ich habe ein Wassermolekül, das ist sozusagen ein Dipol. Und dieser Dipol wird zum Rotieren gebracht. Das erzeugt Wärme und dadurch erwärmt sich dann auch unser Essen. Was heißt das nun für unsere Mobilfunkstrahlung? Wir hatten ja gesagt, die liegt im Mikrowellenbereich. Und ganz klar, im Mikrowellenbereich ist die einzige Wirkung, die diese Strahlung haben kann, die Wärmewirkung. Ja, Erwärmung, das hört sich gerade im Winter gar nicht so unangenehm an. Besser jedenfalls als totale Verstrahlung. Aber auf die Dosis kommt es an, weil klar, mit Wärme kann man sich eben auch verbrennen. Und gerade der Mensch und Säugetiere sind zu einem Großteil aus Wasser gemacht. Also wenn man jetzt einen Menschen in die Mikrowelle stecken würde, dann würde das nicht sehr gut ausgehen. Und das ist auch der Grund, warum in einigen Mikrowellenanleitungen steht, dass man die Katze bitte nicht darin trocknen soll. Damit es uns mit der Handystrahlung nicht so ergeht wie der armen Katze in der Mikrowelle, gibt es Grenzwerte. Und diese Grenzwerte sind an der Wärmewirkung der Strahlung bemessen. Zum Beispiel darf sich der gesamte Organismus, also jetzt mein Körper zum Beispiel, nicht um mehr als 0,02 Grad Celsius erwärmen. Im Vergleich dazu, zwischen morgens und abends, habe ich schon einen Temperaturunterschied in meinem ganzen Körper von einem halben Grad, also wesentlich mehr.
Zusätzlich darf die lokale Erwärmung, also jetzt zum Beispiel am Ohr, wo ich mein Handy halte, nicht mehr als 0,5 Grad Celsius betragen. Und ja, kann man sich vorstellen, wenn ich mir jetzt eine Wärmeflasche ans Ohr klatsche, dann ist das schon wesentlich mehr Erwärmung. Also würde man meinen, innerhalb dieser Grenzwerte, da kann doch gar nichts passieren, oder? Oder vielleicht doch? Wenn ich jetzt länger mit dem Handy telefoniere, mir das Handy so ans Ohr halte, dann wird das ganz schön heiß. Und ich muss sagen, da mache ich mir schon Gedanken. Diese ganze Strahlung brät mir jetzt mein Gehirn. Wenn man mal genauer nachschaut, dann ist es so, dass nur ein ganz kleiner Teil dieser Erwärmung des Handys wirklich von der Strahlung verursacht wird. Also nur ungefähr 0,1 bis 0,2 Grad Celsius kommen von der Strahlung selber. Der Großteil kommt wirklich daher, dass ich mir einfach was Warmes, also das Handy-Akku, und etwas Isolierendes, also das Plastik des Handys, ans Ohr halte. Also vielleicht gar nicht so bedenklich. Auf der anderen Seite habe ich mal auf der Webseite der WHO nachgeschaut und da steht, Handystrahlung ist möglicherweise krebserregend. Allerdings sollte man das so einordnen, möglicherweise krebserregend heißt nur, dass es noch keine belastbaren Aussagen gibt. Und tatsächlich gab es schon einige Studien mit mehreren Millionen Teilnehmern, die keine Korrelation zwischen Handynutzung und Krebs feststellen konnten. Aber es ist so, unser Körper ist hochkomplex, die chemischen Prozesse, die da ablaufen, sind noch nicht wirklich verstanden. Es gibt Wechselwirkungen und so weiter. Und wir haben Handys einfach auch noch nicht so lange. Das heißt, wir können wirkliche Langzeitfolgen noch nicht sicher ausschließen. Für den Moment gibt es keinen Grund, Alarm zu schlagen. Denn diese Kategorie möglicherweise krebserregend, der WHO gilt auch für andere Substanzen wie Kaffee oder Ginkgo. Und zwei Sachen, denen wir ähnlich oft ausgesetzt sein dürften wie Handystrahlung, sind sogar definitiv krebserregend. Das sind Alkohol und Stadtluft. Aber was ist jetzt mit 5G? Ändert das nicht alles? Der große Unterschied zwischen 5G und der bisherigen Mobilfunkstrahlung ist, dass die Frequenzen ein bisschen höher sein werden. Also beim 5G-Netz plant man mit Frequenzen von bis zu 27,5 GHz. Das ist etwa 10-mal so viel wie die, die wir heutzutage verwenden. Das ist aber nicht unbedingt schlimm, denn wenn wir ans elektromagnetische Spektrum zurückgehen, dann sehen wir, dass auch diese Frequenzen immer noch in den Mikrowellenbereich fallen. Also das heißt, wirklich zerstörerische Wirkungen wie Ionisierung oder chemische Prozesse auslösen, kann auch die 5G-Strahlung nicht. Ein Unterschied, den man allerdings auch schon merkt bei dem 5G-Netz, ist, dass wesentlich mehr Antennen benötigt werden. Und das ist einfach, weil die höheren Frequenzen eine geringere Reichweite haben. Gut, viele Antennen, das heißt wahrscheinlich auch viel Strahlung, oder? Nicht unbedingt. Denn wenn wir mehr Antennen haben, dann heißt das, dass jede einzelne Antenne eine geringere Sendeleistung zur Verfügung stellen muss. Und bei mehr Antennen haben wir auch besseren Handyempfang. Das heißt also, unser eigenes Handy braucht nicht so stark senden und strahlt dementsprechend auch weniger. Das heißt für meinen Körper jetzt erstmal, höhere Frequenzen, die werden weniger tief in meinen Körper eindringen. Die werden von der Haut absorbiert und nicht von Organen oder vom Gehirn. Das ist natürlich erstmal gut. Allerdings habe ich eine höhere Frequenz, eine höhere Energie und die wird auch noch in einem kleineren Teil meines Körpers konzentriert. Also, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne und die Grenzwerte müssen dementsprechend angepasst werden. Eine weitere Neuerung beim 5G-Netz ist in der Signalübertragung. Hier wird nämlich das sogenannte Beamforming eingesetzt. Und das heißt, stark vereinfacht ausgedrückt, dass anstatt dass ich jetzt diffuse Strahlung überall habe, dass meine Strahlung stärker gebündelt und konzentrierter in Richtung des Empfängers geschickt wird. Das heißt, die Strahlungsexposition ist davon abhängig, ob und wie oft man sein Handy benutzt. Eine direkte Schädigung unserer Zellen oder unseres Erbguts durch Handystrahlung können wir ausschließen. Denn die Energie dieser Art von Strahlung reicht einfach nicht dazu aus, chemische Prozesse in unserem Körper anzustoßen oder gar Atome oder Moleküle zu zerstören. Die einzige Wirkung, die Handystrahlung bei uns hervorrufen kann, ist die Wärmewirkung. Und vor Verbrennungen und Überhitzungen werden wir gut durch die geltenden Grenzwerte geschützt. Allerdings sind Langzeitwirkungen von lokalen Erwärmungen durch Handystrahlung noch nicht ausreichend untersucht. Aus meiner persönlichen Erfahrung als Astronomin kann ich sagen, dass für mich die größte Gefahr, die vom Handy ausgeht, die grellen Handybildschirme meiner Kolleginnen und Kollegen sind. Denn die behindern meine Nachtsicht und halten mich vom schönen romantischen Sterngucken ab.
Denjenigen für euch, die das Handy auch mal zur Seite legen können, wünsche ich Clear Skies.